Hallo zusammen, Miri hier und willkommen im Ladebildschirm von Crusader Kings 3. Was machen wir hier, werdet ihr euch fragen? Ja, ich habe eine etwas unschöne Ankündigung zu machen. Und zwar ist es so, dass wir mit Crusader Kings 3, mit dem Let's Play, leider eine Zwangspause machen müssen, weil mit dem letzten Patch doch einige Bugs mit reingekommen sind, gerade bei älteren Safe Games, die uns leider auch betreffen. Wir haben das auch schon ein bisschen am Rande gesehen. Ich selber hatte das nicht richtig analysiert, aber es ist tatsächlich so, dass die Garnisonen sich nicht richtig auffüllen. Und dass deswegen Belagerungen sehr, sehr schnell beendet sind. Wir haben das ja gesehen, dass zum Teil innerhalb von einer Woche die Belagerungen beendet waren. Das ist natürlich ein bisschen übertrieben schnell und das haben wir im letzten Krieg auch gesehen. Deswegen ging auch der Kriegsstand so schnell gegen uns, weil unsere Gegner natürlich belagert haben wie die Wilden. Und das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu riskant und finde ich auch, ein bisschen blöd, weil so ist das Spiel natürlich gar nicht gedacht. Insofern eigentlich fast nicht spielbar. Klar haben wir den Krieg irgendwie gewonnen, aber es war schon sehr blutig. Das muss so nicht sein, deswegen würde ich gerne warten, bis der Patch, der das Ganze beheben soll, rauskommt. Das ist leider noch nicht der Fall. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass es innerhalb von einer Woche passiert und ich deswegen dann rechtzeitig noch Sachen aufnehmen kann. Ist leider nicht passiert. Darum habe ich jetzt einfach keine weiteren Folgen. Es ist, wie es ist. Und deshalb muss es jetzt hier eine kleine Zwangspause geben, bis der Patch kommt, mindestens. Und in der Hoffnung, dass dann dieses Safe Game weiter funktionieren kann. Denn dadurch, dass ich es ja auch weitergespielt habe, ist es ein bisschen kritisch, ne? Aber wir hoffen mal das Beste, dass es funktionieren wird. Wenn nicht, muss ich mir was einfallen lassen. Ich möchte eigentlich diesen Save an dieser Stelle nicht aufgeben. Das war ja zuletzt wirklich sehr, sehr spannend. Hinzu kommt, dass ich in der nächsten Woche auch im Urlaub bin. Das heißt, da werde ich auch nicht aufnehmen können. Und deshalb wird ja auf dem Kanal jetzt erstmal etwas reduziertes Programm laufen. Nur eine Folge am Tag wird jetzt Stardew Valley sein, weil das einfach das ist, was ich habe im Moment. Das ist der Hauptgrund. Und wenn ich dann wieder zurückkomme, dann ist der Patch hoffentlich da und ich kann wieder Crusader Kings aufnehmen. Ansonsten muss ich mir dann was einfallen lassen. Heißt natürlich auch, dass ich in der nächsten Woche auf Kommentare vielleicht nicht ganz so schnell antworte wie sonst. Fühlt euch aber trotzdem nicht entmutigt. Ihr dürft natürlich trotzdem weiter kommentieren. Da freue ich mich trotzdem genauso drüber. Nur Antworten können halt etwas auf sich warten lassen. Ja, das also zu meiner kleinen Ankündigung. Ich hoffe, ihr seid nicht zu enttäuscht. Wie gesagt, ich verspreche hoch und heilig, sofern es irgendwie möglich ist, diesen Spielstand weiterzuführen. Und ich hoffe, euch deshalb bald wiederzusehen. Bis dann, macht's gut, eure Miri.